Deutschland 1918. Der Beginn der Weimarer Republik. Zum ersten Mal ist das Land eine echte Demokratie. Doch der Start ist schwierig. Es gibt zu wenig Demokraten. Eine explosive Mischung. Fortschritt und Freiheit auf der einen Seite, Sehnsucht nach Vergeltung für den verlorenen Krieg auf der anderen. Haben die Deutschen damals wirklich alles getan, um die Demokratie zu verteidigen? Oder wollten zu viele das eigentlich gar nicht? Die Weimarer Republik, von Anfang an chancenlos oder verraten von den eigenen Bürgern? Tempo, Tempo, das ist die Devise der Zeit. Atemlos rennen die Menschen ihrem Glück hinterher. Jetzt beginnen jene verheißungsvollen Jahre, die Chronisten später als golden bezeichnen werden. Die Krisen scheinen vergessen und das Land für kurze Zeit stabil. Doch die Republik ist von Anfang an mit gefährlichen Geheimnissen belastet. Der langjährige Reichsaußenminister Gustav Stresemann gilt eigentlich als Lichtfigur der deutschen Politik. Bis 1925, als ein geheimer Brief an die Öffentlichkeit gelangt, der seine wahren Pläne offenlegt. Der Versailler Vertrag hat Deutschland zur Abrüstung gezwungen. Viele wollen sich damit nicht abfinden und proben im Geheimen den Krieg von morgen. 1925 wird der ehemalige kaiserliche Feldmarschall Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Ein vertraulicher Brief an den Kaiser im Exil zeigt, was Hindenburg von Demokratie wirklich hält. Karacho in die Zukunft. Tempo 238 bringt der Raketenwagen Opel Rack 1 auf die Teststrecke. Ein rollendes Pulverfass, 24 Raketen und 120 Kilo Sprengstoff. Neuer Weltrekord. Die Erfahrung des technologischen Wandels, einer irrsinnigen Beschleunigung. Was vor dem Ersten Weltkrieg schon auftritt, sind Flugzeuge, sind Autos, Sechstagerennen, sind der letzte Schrei vor 1914 gewesen. Und diese Erfahrung, dass sich alles beschleunigt, immer schneller wird, übrigens gar nicht unähnlich der Erfahrung im Zeitalter der Digitalisierung. Diese Erfahrung setzt sich fort und verunsichert die Menschen, weil sie nicht wissen, wo die Reise eigentlich hingeht. Eine neue Rennstrecke wird 1927 eröffnet. Der Nürburgring in der Eifel. Röhrende Motoren beim Großen Preis von Deutschland. Mercedes-Benz siegt. In den kommenden Jahren wird Rudolf Caracciola der Michael Schumacher seiner Zeit sein. PS-starke Motorräder machen die Straßen unsicher. Ausflug ins Grüne mit Geschwindigkeitsrausch. Freie Fahrt durchs Brandenburger Tor. 10 Jahre vorher war die mittlere Durchfahrt allein dem Kaiser vorbehalten. Die Zahl der Autozulassungen steigt sprunghaft an. Das ganze Land scheint in Bewegung. Der Verkehr soll fließen. Die Kommunen investieren viel in die Infrastruktur. 1924 geht die erste Ampel Europas in Betrieb. Auf dem Potsdamer Platz, dem verkehrsreichsten Ort in Europa. Wenn auch Radfahrer beschleunigen wollen, kann das ins Auge gehen. Das zeigt ein nicht ganz ernst gemeinter Film zur Verkehrserziehung aus München. Auch der Himmel wird erobert. Die Dornier Do X ist zu ihrer Zeit das größte Flugzeug der Welt. Finanziert durch Staatsgelder. Die Do X landet auf dem Wasser und kann 170 Menschen transportieren. Ein Rekord für Zivilmaschinen, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebrochen wird. Ein Zeppelin über Deutschland, das deutsche Vorzeigeprojekt und der ganze Stolz der Nation. Hugo Eckener umrundet mit seinem Luftschiff Graf Zeppelin die Welt und wird stürmisch gefeiert. Der Zeppelin ist Symbol der Fernwehromantik des Jahrzehnts.
und Eckener Volksheld. Ohne Grundlagenforschung kein Wirtschaftswunder. Mehr als ein Dutzend Nobelpreise für Naturwissenschaften gehen an Deutsche, darunter Einstein, Heisenberg und Planck. Endlich geht es aufwärts. Symbolisch für das rasante Wachstum, das Fließband, das bei den deutschen Fortwerken eingeführt wird. Rationalisierte Arbeitsabläufe und industrielle Massenproduktion. Der Export steigt. Made in Germany hat einen guten Klang in der Welt. Das lockt ausländische Investoren nach Deutschland. Wie die Menschen den Aufschwung erlebt haben, geben einzigartige Tonbandaufnahmen von Zeitzeugen wieder. Im Adlon verkehrten damals nun diese großen, zunächst mal die Amerikaner, war zum Beispiel der Woolworth eröffnet hat, das war ein Mr. Strongman, der hatte monatelang da gewohnt, hatte eine sehr hübsche Frau und er selbst war sehr, sehr großzügig, der Zigarette anstecken gab er immer eine Mark und Tür aufmachen gab er eine Mark, also einen Brief raufbringen, immer eine Mark, ja, also die waren furchtbar großzügig. So was hatte man ja noch nicht gesehen, denn bis 1918 hatten wir Krieg und nach Kriegszeit waren auch keiner dahin. Und jetzt auf einmal dieser Aufwand. In der chemischen, elektrotechnischen und optischen Industrie gewinnt Deutschland seine weltweit führende Position zurück. Auch in der Schwer- und Textilindustrie kann die Produktion gesteigert werden. Ein Großkonzern entsteht 1925. Die IG Farben AG. Ein Zusammenschluss 8 großer Chemiefirmen, darunter die BASF und die Bayer AG. Ein Industriegigant mit mehr als 200.000 Beschäftigten. Endlich macht Shoppen wieder Spaß. Einkommen und Kaufkraft steigen mit der Konjunktur. Die Arbeitszeit sinkt, die Löhne erreichen das Vorkriegsniveau. Viele sehen mit Zuversicht in die Zukunft. Die Republik ist vielleicht doch nicht so schlecht wie ihr Start nach dem verlorenen Krieg. Ja, ich konnte die 20er Jahre auch durchaus als die goldenen, vielleicht auch beinahe die goldensten meines eigenen Lebens erwähnen, denn sie waren für eine gewisse, nennen wir es ruhig Oberschicht, wirklich golden. Es ist die Zeit meiner Jugend, als ich in Berlin sehr viele schöne Bälle mitmachte, auch Exkursionen aufs Land, auf Gütern, wo auch Feste gefeiert wurden. Und natürlich auch die geistige Anregung in Berlin in diesen Jahren ungeheuer groß war. Aber wie gesagt, golden war es wirklich nur, heute würde man sagen, für die besser verdienenden. Dieser Begriff goldene 20er passte, ist aber stellenweise auch ein Mythos, denn die ganzen Bilder, die wir kennen, die sind hauptsächlich aus den großen Städten, aus Berlin, aus Hamburg, aus München. Und auf dem Land geht es den Menschen eigentlich nicht wirklich viel besser. Im Gegenteil, immer mehr Menschen fliehen vom Land in die Stadt. Sie wollen eigentlich nichts mehr mit dem Land zu tun haben, suchen Arbeit, suchen Wohlstand. Und während man überall bunte Bilder sieht, bunte Leuchtreklamen in den Städten, ist es auf dem Land sehr trist und da bekommt man eigentlich gar nichts mit von den goldenen 20ern. Die Gesellschaft verändert sich. Eine neue Oberschicht ist durch die Inflation reich geworden. Sie demonstriert ihren Wohlstand gern im Boulevardcafé oder auf den Flaniermeilen. Der Berliner Milieudichter Klabund bringt es auf den Punkt. Am Kurfürstendamm da hocken zusammen die Leute von heute mit großem Tamtam. Brillanten mit Tanten, ein Frack mit was drin, ein Nerzpelz, ein Steinherz, ein Doppelkinn. Perlen, Perlen, es perlt der Champagner. Für die Arbeiter fällt auch etwas ab. Sozialdemokratische Regierungen bauen den Sozialstaat aus. Nach Einführung des 8-Stunden-Tags wird die Arbeitslosenversicherung eingerichtet. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen je zur Hälfte ein. Ein Prinzip, das bis heute gilt. Auch
Auch im Gesundheitswesen tut sich was. Die gesetzliche Krankenversicherung wird weiter ausgebaut. Immer mehr Menschen sind jetzt versichert. Die Bevölkerung wächst und wächst. Der Wohnungsmangel der Nachkriegszeit wird mit sozialem Wohnungsbau bekämpft. Vermieter müssen eine Steuer auf die Miete entrichten. Damit werden Arbeiterwohnungen, ja ganze Siedlungen gebaut. Hier die vom Architekten Bruno Taut entworfene Hufeisensiedlung in Berlin-Britz. Oder in Magdeburg, wo neue Wohnblocks und Gewerbegebäude im eleganten und gleichzeitig zweckmäßigen Bauhausstil entstehen. Dunkle Hinterhöfe gehören hier der Vergangenheit an. Raus mit den Männern aus dem Reichstag, und raus mit den Männern aus dem Landtag, und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Die Frau trägt ihn mit Stolz, den neuen revolutionären Bubikopf. Frauen im Aufbruch. Sie wollen Lebensfreude und Gleichberechtigung. Seit Einführung des Frauenwahlrechts 1919 können Frauen in der Politik mitbestimmen. Sie marschieren gegen Männerherrschaft, demonstrieren für die Abschaffung oder wenigstens Milderung des Abtreibungsverbots nach § 218. Es gab eine ganz breite Bewegung für das Recht auf Abtreibung. Und das waren auch gar nicht die Frauen allein. Es war eine breite soziale Bewegung, wo ihnen auch weite Teile der Linken zur Seite standen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Frauen sehr ausgeliefert waren. Die bürgerlichen Frauen, Ehefrauen, auch privilegierte Frauen, weil sie als Ehefrauen völlig entrechtet waren und von ihrem Ehemann abhängig, ihm ausgeliefert. Und die nicht privilegierten Stände sowieso, da waren die Dienstmädchen und Mädchen aus dem Volk freiwillig, ja. Das heißt, dass diese Frauen sehr häufig ungewollt schwanger werden konnten gegen ihren Willen. Frauen nehmen immer mehr am Arbeitsleben teil. Die boomende Wirtschaft braucht sie. Viele Arbeitsplätze für Stenotypistinnen und Verkäuferinnen entstehen. Die Zahl der weiblichen Angestellten verdreifacht sich zwischen 1907 und 1925. Ein Drittel aller Frauen, auch der Verheirateten, arbeiten. Erstmals können auch Frauen Richterinnen werden. Der Anteil der Studentinnen an den Universitäten steigt. Margarete von Wrangel wird Deutschlands erste ordentliche Professorin. Nach dem Studium in Paris bei Marie Curie, der Entdeckerin der Radioaktivität, übernimmt sie in Stuttgart die Professur für Pflanzenernährungslehre. Sportliche Pionierin der Emanzipation ist die Rennfahrerin Cleonore Stinnes. Sie fährt Rallyes in ganz Europa. Als erster Mensch umrundet sie von 1927 bis 1929 die ganze Welt im Auto. Auf der Berliner Avus wird sie bei ihrer Rückkehr gefeiert. Sie sprengt die Konventionen ihrer Zeit. Tollkühn und abenteuerlustig verkörpert sie einen ganz neuen Typus Frau. Die Mode unterstreicht die neuen Freiheiten. Das Wespen-Taillen-Korsett der Kaiserzeit fällt. Die kürzeren, fließenden Kleider und die kurze Bubikopf-Frisur sollen Anmut, Selbstbewusstsein und Klasse demonstrieren. Meine Mutter hat 1919, sehe ich noch die Revolution vor mir, da trug die noch den langen Rock. Zum Hamstern trug sie auch noch den langen Rock. Aber in den 20er Jahren dann, das muss der amerikanische Einfluss gewesen sein. Die Amerikaner haben natürlich die Negermusik mitgebracht, die haben den Jazz mitgebracht, die haben den Bubikopf mitgebracht. Die waren natürlich wahnsinnig frech angezogen, frecher als die Frauen heute. Die haben sich erstens, endlich nachdem sie die Korsetts weg hatten, haben sich die Freiheit genommen, sich zu kleiden, wie sie Lust und Laune hatten, mit diesen frechen Hängern und diesen kecken Frisuren und den Bubiköpfen. Also die sind nicht mit High Heels, in denen sie nicht gehen konnten, über das Trottoir gestolpert. Die sind mit großen Schritten voran.
Aber auch diese modernen Frauen, die relativ frei leben können, auch diese Frauen, wenn sie dann heiraten, werden sie relativ schnell in ihre alten Rollen zurückgedrängt. Insgesamt ist die Erwerbstätigkeit der Frauen auf die Zeit bis zur Eheschließung oder bis zur Geburt des ersten Kindes beschränkt. Weil man dann sagt, Frauen, die verheiratet sind, die müssen eigentlich gar nicht arbeiten. Das Grundgesetz, die DNA der Außenpolitik von Weimar, ist es, den Versailler Vertrag zu verändern, ist die Revision von Versailles. Darin sind sich alle politischen Strömungen grundsätzlich einig. Die Siegermächte, allen voran die USA, erkennen, dass die hohen Zahlungen von Kriegsentschädigungen Deutschland auf Dauer überfordern. Endlich sind sie zu Zugeständnissen bereit. ...1924 wird in London verhandelt. Der US-Bankier Charles Dawes findet die Lösung. Der Dawes-Plan stellte dann die Reparationszahlung zum ersten Mal auf eine vertragliche Grundlage, der auch das Deutsche Reich zustimmen konnte. Die Reparationszahlungen wurden auf einen Betrag von maximal 2,5 Milliarden Mark im Jahr festgelegt. Das war hoch, aber noch bezahlbar. Das Deutsche Reich bekam als Anschubfinanzierung für seine Ausgabenbedürfnisse eine internationale Anleihe, die es zurückzahlen musste. Ein 800 Millionen Goldmark-Kredit aus den USA soll die deutsche Wirtschaft wieder ankurbeln. Nur so lassen sich die deutschen Reparationszahlungen langfristig sicherstellen. Der Dawes-Plan ist, wenn man so will, ein erfolgreicher Vorläufer des Marshall-Plans, der Deutschland nach 1945 wieder auf die Beine helfen wird. Frankreich kündigt daraufhin an, sich innerhalb eines Jahres aus dem besetzten Ruhrgebiet zurückzuziehen. Mit Reichsaußenminister Gustav Stresemann gewinnt ab 1923 eine neue deutsche Außenpolitik an Profil. Stresemann ist außenpolitisch, ich möchte sagen, ein Revolutionär, weil er eines wirklich neu in die Außenpolitik einführt, nämlich, dass er nicht nur die deutsche Sicht im Blick hat, sondern auch die Sicht der anderen. Deutsche Außenpolitik neigte auch vor 1914 immer dazu, nur den eigenen Blickwinkel einzunehmen. Stresemann ist der Erste, der sich Gedanken darüber macht, was sind eigentlich die französischen Interessen, was ist die französische Perspektive. Und was er versuchte, war, die DNA der Außenpolitik von Weimar, nämlich die Revision von Versailles, auf der einen Seite zu verbinden mit der Verständigung mit Frankreich. 1925 kommt das außenpolitisch immer noch isolierte Deutschland den Westmächten wieder näher. Im schweizerischen Kurort Locarno verhandelt Stresemann mit den Siegermächten über die Neuordnung der Grenzen nach dem Ersten Weltkrieg. Die Stimmung ist gut im warmen Locarno. Stresemann mietet einen Ausflugsdampfer. Der soll erst wieder anlegen, wenn alle Beschlüsse in trockenen Tüchern sind. Zwischen Deutschland und den Westmächten werden Gewaltverzichtsverträge ausgehandelt. Hintergedanke dabei, die Verträge sollen auch weiteres amerikanisches Geld nach Europa locken. Viel Beachtung ruft Stresemanns Anzug hervor. Er ist es leid, für offizielle Anlässe ständig die Garderobe wechseln zu müssen. In Locarno weicht er von der Etikette ab und erfindet kurzerhand den vergleichsweise legeren Stresemann-Anzug. Bestehend aus gestreifter Hose, grauer Weste und schwarzem Sakko. Er findet binnen kurzer Zeit viele Nachahmer. In den Verträgen von Locarno schreiben Deutschland und die Alliierten die durch den Versailler Vertrag neu gezogenen Grenzen fest. Davon ausgenommen ist allerdings die deutsche Ostgrenze. Sie bleibt damit Zündstoff für künftige Konflikte. Die Ostgrenze war für das Deutsche Reich nach 1919 die deutlich schwerere Wunde als die Westgrenze. Stresemanns Vorstellung lief darauf hinaus, dass man sie irgendwie so verändert, dass man die mehrheitlich deutsch besiedelten Gebiete für Deutschland zurückgewinnen würde, dass aber die mehrheitlich polnischen Gebiete zu Polen kommen würden. Stresemann hat eine gefährliche Haltung in dieser Schlüsselfrage. Nach außen hin gibt er sich als ausgleichender Realist. Doch in den Dunkelkammern der Macht argumentiert er viel schärfer
als es die Westmächte wissen dürfen. Erst 1932 wird ein geheimer Brief bekannt, in dem Stresemann 1925 dem ehemaligen Kronprinzen Wilhelm seine wahren Absichten anvertraut hat. Als erstes großes Ziel will er, wie alle Weimarer Regierungen, die Reparationen loswerden. Aber das andere Ziel, das noch in weiter Ferne liegt, soll die Wiedergewinnung aller an Polen abgetretenen Gebiete sein. Wörtlich schreibt er: Das Wichtigste ist das Freiwerden deutschen Landes von fremder Besatzung. Wir müssen den Würger erst vom Halse haben. Deshalb wird die deutsche Politik in dieser Beziehung zunächst darin bestehen müssen, zu finanzieren und den großen Entscheidungen auszuweichen. Es ging also darum, Tricks anzuwenden. Heimlicher Revanchist im Osten, gefeierter Versöhner im Westen. Stresemann erhält mit seinem französischen Amtskollegen Aristide Briand 1926 den Friedensnobelpreis. Sie sind die Vordenker der deutsch-französischen Freundschaft, die allerdings erst nach dem Zweiten Weltkrieg zum Garanten des europäischen Friedens werden wird. Außenpolitisch ist die Annäherung von Locarno ein voller Erfolg. Sie ebnet Deutschland den Weg in den Völkerbund, den Vorläufer der Vereinten Nationen. Im September 1926 wird die deutsche Delegation mit Stresemann an der Spitze von der Versammlung des Völkerbundes in Genf freundlich empfangen. Deutschland kehrt mit einem ständigen Ratssitz in den Kreis der Völker zurück. Die außenpolitische Isolation nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg scheint endgültig durchbrochen. Als wenn das Ganze ein kleinsthema Geschäft wäre, was wir Europa hier in der ganzen Weltwirtschaft zu führen hätten. Nur zwei Monate später, im Dezember 1926, wird das Vertrauen der Welt wieder auf die Probe gestellt. Vor dem Reichstag deckt Ex-Regierungschef Philipp Scheidemann ein bis dahin streng gehütetes Geheimnis auf. Die Reichswehr rüstet heimlich rechtsradikale Milizen zur sogenannten Schwarzen Reichswehr auf. Hier zum Beispiel bayerische Gebirgsschützen. Ein klarer Bruch des Versailler Friedens, der eine Obergrenze von 100.000 Mann für die Reichswehr festsetzt. Die vielen kampferprobten Veteranen des Weltkriegs sind aber noch da. Sie bilden jetzt das Rückgrat der illegalen Schwarzen Reichswehr, deren Finanzierung am Parlament vorbei geregelt wird. Die Aufregung im Inland ist groß. Das Ausland reagiert eher gelassen. . 1929 kommt Stresemann der Verminderung der Reparationslasten einen großen Schritt näher. Der Plan des amerikanischen Wirtschaftsberaters Owen Young begrenzt die Zahlungen pro Jahr auf 2 Milliarden Mark und streckt die Laufzeit bis ins Jahr 1988. Für den Reichshaushalt ist das eine machbare Summe. Die extreme Rechte will sich ihre politische Munition allerdings nicht nehmen lassen und wettert weiter gegen das vermeintliche, so wörtlich, Joch der Reparationen. Die Ära des großen Außenpolitikers Stresemann geht ausgerechnet kurz vor Beginn der Weltwirtschaftskrise zu Ende. Am 3. Oktober 1929 stirbt er überraschend mit 51 an den Folgen eines Schlaganfalls. Der Weg des von Rappen gezogenen Leichenwagens führt vom Reichstag zum Auswärtigen Amt. Aus den entflorten gläsernen Hauben der Laternen, die auf schweren Steinsockeln ruhen, strahlt das elektrische Licht kraftlos, tot ins Tageshelle. Stresemann, für viele der bedeutendste deutsche Staatsmann seiner Zeit, wird das Scheitern der Republik nicht mehr erleben. Gustav Stresemann hat das Auswärtige Amt verlassen.
Aufbruch. Viele junge Menschen schließen sich der Jugend- oder Wandervogelbewegung an. Jungen und Mädchen ziehen gemeinsam mit der Klampfe durchs Land. Da sie in sogenannten Bünden organisiert sind, nennt man sie bündische Jugend. Sie ziehen zu Burgen und leben in der Natur. Schwärmerische Romantik als Gegenbild zur Kälte der technisierten Welt, zu den Zwängen und Konventionen der Eltern. Es sind die Aussteiger der Weimarer Zeit. Ein Teil der bündischen Jugend gerät später in den Sog der Nazis. Andere bleiben der freien Haltung ein Leben lang treu. Freiheit und Abenteuer, das ist es, wonach die jungen Menschen suchen. Ich persönlich war ja eben seinem Wandervogelbund. Und wir hatten ja unsere vollkommen eigenen Lebensformen entwickelt. Und da habe ich eigentlich auch sehr zum Entsetzen meines Vaters starke sozialistische Impulse bekommen, weil wir uns doch sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt haben. Aber im Übrigen lebten wir doch sehr naturverbunden und war das eigentlich der Hauptpunkt, so ein eigenes Leben für sich. Es war selbstverständlich, dass Jungen und Mädchen zusammen nackt badeten oder so etwas. Es war also zwischen uns ein sehr natürliches, selbstverständliches Verhältnis und natürlich gab es Liebesbeziehungen, das ist ganz klar. Aber die waren sehr offen und man kann schon sagen, dass es so etwas wie freie Liebe eigentlich gab. Es hat nie jemand darüber nachgedacht, dass man eigentlich heiraten müsste, wenn man zusammenschlief, sondern das ergab sich eben. Die Jugend der ärmeren Deutschen kann sich oft nicht mal solche Ausflüge ins Grüne leisten. Staatliche Programme wie das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1922 soll auch ihnen eine Perspektive geben. Viele wachsen ohne Vater auf. Gerade junge Leute trifft die hohe Arbeitslosigkeit der 20er Jahre hart. Jugendverbände geben ihnen Halt und etwas zu tun. Doch die Wirklichkeit sieht vor allem in den Großstädten oft anders aus. Halbwüchsige, die keine Arbeit oder Ausbildung finden, sammeln sich auf der Straße in sogenannten wilden Cliquen oder kleinkriminellen Banden. Jazz ist der musikalische Grundton der Weimarer Republik. Die Menschen leben im schnellen Takt der neuen Musik. Von den einen als Negermusik beschimpft, von den meisten aber heiß geliebt und vom Radio bis in die letzten Ecken verbreitet, bestimmt er den Rhythmus der Zeit. In meinem Leben hat der Jazz eine sehr große Rolle gespielt, auch von Anfang an, ja, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Damals kam Jazz und Jazzmusik, also dieser neue Rhythmus, auf. Ja. Damals haben meine Eltern zusammen mit anderen befreundeten Familien den neuen Tanz auch erlernen wollen. Die Möbel wurden weggeräumt, die Teppiche zusammengerollt und am Klavier saß ein Klavierspieler, der das eben spielen musste, die neuen Rhythmen und Melodien. Die Deutschen suchen Genuss und Unterhaltung. Sportwettkämpfe ziehen wie ein Magnet Scharen von Zuschauern an. Der Sport findet weite Verbreitung wegen der nun möglichen Live-Übertragungen im Radio. Fünfmal wird der erste FC Nürnberg deutscher Meister. Und Millionen hören am Radio zu. Die Sechstagerennen im Berliner Sportpalast sind legendär. Am Wochenende unternehmen die Menschen Ausflüge ins Grüne, in die Laube, ins Freilufttanzlokal oder zum Picknick am See. Am Abend geht's ins Tanzlokal oder ins Varieté. Akrobaten im Wintergarten. Über den Zuschauern vollführen sie ihre Kunststücke unter dem Sternenhimmel. Atemberaubend. Die Menschen tanzen ausgelassen und stürzen sich ins Vergnügen. Thank you.
Ein skurriler Höhepunkt, ein Ringkampf mit der stärksten Frau der Welt. Provozierend tanzt Josephine Baker im Bananenröckchen und trifft damit den Nerv der Zeit. In der Luft liegt eine unbändige Lust auf etwas Neues, noch nie Dagewesenes. Genieße den Tag. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Der staubige Muff aus der Kaiserzeit ist wie weggeweht. Es gab ja da so diese Theater, die spezielle Revue. Theaterrevue war damals das beliebteste oder verbreitetste Kunstform der Darstellung im Theater. Und da war die Sensation in Berlin, war damals, dass in einer Szene eine Frau eine Sekunde Barbu sich auftrat. Das war also eine Sensation überhaupt, nicht wahr? Man konnte sich gar nicht beruhigen. Das wurde also flüsternd weitererzählt. Da kommt eine Frau, die tritt Barbu sich auf. Donnerwetter, tatsächlich, ja. Na bloß, wir konnten da leider nicht dahin gehen, weil wir kein Geld dafür hatten. Die neuen Massenmedien Film und Radio verbreiten Nachrichten jetzt auch in Bild und Ton. Rasende Kamerareporter filmen Prominente. Charlie Chaplin auf seiner Promotion-Tour für Goldrausch. Charles Lindbergh, der Atlantikflieger. Und Anna Pavlova, die große Ballerina, die für die Kamera als sterbender Schwan posiert. Die Kinos sind oft ausverkauft. Flucht vor den Sorgen des Alltags und vor der ungewissen Zukunft. Die Filmproduktion in Babelsberg und in Bavaria-Studios läuft auf Hochtouren. Alfred Hitchcock, der in Deutschland 1925 als junger Regieassistent seinen ersten Film dreht, wird später sagen, alles, was ich über das Filmemachen wissen musste, habe ich in Babelsberg gelernt. Der expressionistische Stummfilm aus Deutschland prägt den Filmstil der ganzen Welt. Kennzeichen ist das charakteristische und oft bedrohliche Spiel von Licht und Schatten. Nicht umsonst heißt Filmemachen damals Lichtspielkunst. Der deutsche Film profitiert von der Schwäche der Reichsmark und wird Exportschlager. Satte Deviseneinnahmen finanzieren groß angelegte Filmprojekte. Auch die Politik interessiert sich. Reichspräsident Ebert am Filmset von Ernst Lubitschs Anna Boleyn. Zeitgeist und Lebensgefühl sind im Aufbruch. Neue Sachlichkeit und Bauhaus beschreiben die sogenannte Weimarer Moderne. Aufsehenerregend, revolutionär, die neue Architektur. Befreit von den Schnörkeln der Kaiserzeit. Sie verändert das Bild der Städte und wirkt bis heute nach. Das Bauhaus in Dessau, Hochburg der künstlerischen Avantgarde. Hier wird der Stil von Design und Architektur entwickelt, der weltweit Nachahmer findet, bis heute. Klare Formen, zeitlose Eleganz und Funktionalität kennzeichnen den unverwechselbaren Bauhausstil. Nach der Devise Form follows Function. Während die Moderne in Kunst und Architektur Fahrt aufnimmt, wendet sich die Politik dem Gestern zu. Die alten Kräfte aus der Kaiserzeit kommen wieder auf die Beine und trumpfen auf. Am 28. Februar 1925 stirbt unerwartet Reichspräsident Friedrich Ebert mit nur 54 an einer zu spät operierten Blinddarmentzündung. Die Republik trauert um ihren Gründervater. Doch die eigentliche Ursache, daran besteht damals für viele kein Zweifel, sind die ständigen Anfeindungen, vor allem die Hetzkampagnen der deutschnationalen Kampfpresse um Alfred Hugenberg. Immer wieder wurde das Foto in Badehose gedruckt und immer wieder mit dem hämischen Slogan »Die Republik geht baden«. Ich würde sagen, Ebert hat am Ende des Tages eine enorme Integrationsleistung vollbracht, bei der man im Nachhinein natürlich sagen kann, dass das auch bedeutete, militärische, antirepublikanische Kräfte sozusagen ins Boot zu nehmen, die für die Republik hinterher schwieriger wurden. Aber nochmal, hätte er es nicht getan, hätte das 1919, 20 schon zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen können, mit denen die Republik schon sehr viel früher am Ende gewesen wäre. Auf den großen Demokraten folgt ein Kriegsheld.
Am 26. April 1925 wird der 78-jährige Paul von Hindenburg, Feldmarschall des Ersten Weltkriegs, zum neuen Reichspräsidenten gewählt. Er war zunächst sehr schwankend, hat zunächst auch mal abgelehnt gehabt und dann schließlich sich aber doch zur Verfügung gestellt und beim zweiten Wahlgang zu kandidieren. Hindenburg schlägt den SPD-Kandidaten Wilhelm Marx knapp mit nur 3% Vorsprung. Das Ergebnis spiegelt die Spaltung Deutschlands wider in Republik Freunde und Gegner. Mein Großvater hat in der Nacht geschlafen und am Morgen ist mein Vater zu ihm gegangen und hat gesagt, du bist gewählt. Ja, dann hat er nur reagiert, dann ist es eben so. Enkel Hubertus zieht mit ins Reichspräsidentenpalais. Hindenburg ist Witwer. Die Mutter von Hubertus übernimmt die Rolle der First Lady. Die Amtseinführung wird in Berlin mit großem Pomp und Paraden in Szene gesetzt. Es ist ein Sieg der Rechten, der konservativen Militärs und Monarchisten. Viele wollen die Republik am liebsten loswerden. Doch Hindenburg soll erstmal nur für Ruhe und Ordnung sorgen. 1925 gibt es einen markanten Einschnitt. Der überzeugte Republikaner Friedrich Ebert stirbt. Und zum Nachfolger wählt das deutsche Volk in direkter Wahl einen ehemaligen kaiserlichen Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg. Warum ist das eine solche Zäsur? Hindenburg ist mit dem Herzen nie in der Weimarer Republik angekommen. Er war keiner, der die Grundideen der parlamentarischen Demokratie verinnerlicht hätte. Er hat ein immer nur rein äußerliches Verhältnis zu diesem neuen Staat entwickelt. So war die Weimarer Republik für ihn immer nur eigentlich eine Durchgangsstation. Vor der Wahl hatte sich Hindenburg öffentlich zur Republik bekannt. Doch ein geheimer Brief an den Kaiser im Exil aus dem Jahr 1927 zeigt, wie er wirklich denkt. Darum bitte ich vorbeugend daran erinnern zu dürfen, dass ich mein jetziges dornenvolles Amt nach langem Sträuben erst übernommen habe, nachdem man mich bei der Ehre fasste und ich mich der Einwilligung Eurer Majestät versichert hatte. So verbleibe ich bis in ein nicht mehr fernes Grab in Treue und Ehrgefühl als Euer kaiserlichen und königlichen Majestät aller Untertänigster von Hindenburg, Generalfeldmarschall. Die Macht der Vergangenheit zeigt 1927 auch die Einweihung des Denkmals für den Sieg bei Tannenberg in Ostpreußen. 1914 hatte hier die kaiserliche Armee unter Hindenburgs Befehl russische Truppen geschlagen und damit den Mythos vom Kriegshelden Hindenburg geschaffen. Dass der Feldmarschall auch für die Niederlage im Weltkrieg verantwortlich ist, wird verdrängt. Hitler und seine Anhänger stehen seit dem gescheiterten Putsch von 1923 im Abseits. Die NSDAP ist verboten. Hitler war im Dezember 1924 vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Wegen guter Führung, so steht es in den Akten. Sofort beginnt er, die NSDAP neu aufzubauen. Die neue Strategie? Diesmal so wörtlich auf legalem Wege zur Macht kommen. In 1925 veröffentlicht Hitler die im Gefängnis verfasste Hetzschrift Mein Kampf. Sie soll seine antisemitische, rassistische Weltanschauung in die Welt tragen, nicht zuletzt auch in die Köpfe der Jugend. Für deren Erziehung ist bald ein eigener Jugendverband zuständig, die sogenannte Hitlerjugend. Sie wird im Juli 1926 auf dem Reichsparteitag der NSDAP in Weimar gegründet und soll der Partei als Kaderschmiede und ideologische Schule dienen. Auch die Kommunisten rüsten auf. Die KPD gründet unter Führung Ernst Thälmanns im Juli 1924 ihren eigenen paramilitärischen Kampfverband, den Roten Frontkämpferbund.
Schutz vor radikalen Übergriffen ist die offizielle Begründung. Gewaltausübung die Folge. An gleich mehreren Fronten. Gegen Nazis, Polizei und die alte Bruderpartei SPD. Aus Furcht vor Unruhen verhängt der sozialdemokratische Berliner Polizeipräsident am 1. Mai 1929 ein Demonstrationsverbot. Die KPD demonstriert trotzdem. Die folgenden drei Tage gehen als Berliner Blutmai in die Geschichte ein. Die KPD erklärt die Sozialdemokraten zum Hauptfeind und nennt sie Sozialfaschisten. Davon profitieren vor allem die Rechtsradikalen. Die vom antisemitischen Zeitungsmogul und UFA-Chef Alfred Hugenberg angeführte Deutschnationale Volkspartei nähert sich politisch der NSDAP an. Ich wünsche, dass die wirkliche Rechte wirklich mitregiert und dass wir im Reich und in Preußen eine vernünftige, vom Gifte des Marxismus freie, nationale Regierung bilden, die Deutschland wieder in Ordnung bringt. Die neue rechte Front hetzt gegen den Young-Plan, obwohl der eigentlich eine Erleichterung in der Reparationsfrage gebracht hatte. Der Young-Plan führte dazu, dass noch einmal massiv auf der nationalistischen Seite sich diejenigen versammelten, die das als eine Schmach und Unterwerfung unter den alliierten Siegerwillen deuteten. Und sie hatten in der Tat populäre Parolen bekommen. Dadurch, dass die Zahlungen bis 1988 dauern sollten, konnte man einen gewissermaßen generationenübergreifenden Zwang zur Zahlung der Öffentlichkeit darbieten. Hitler nutzt die neue politische Freundschaft. Ein Volksentscheid gegen den Young-Plan wird auf den Weg gebracht, finanziert durch Hugenberg. Das macht Hitler populär, auch wenn der Volksentscheid mangels Beteiligung scheitert. Das war eine Steilvorlage für nationalistische Agitatoren. Und das hat der NSDAP vor allen Dingen genutzt. Die Partei war eine konsolidierte Kraft des extremen Nationalismus. Aber sie brauchte ein Thema. Ein Thema, mit dem sie in der Öffentlichkeit auch Gehör fand. Am Ende der sogenannten goldenen 20er Jahre ist die politische Stimmung aufgeheizt. Die Unsicherheit wächst. Es brodelt in der Weimarer Republik. Doch bald ziehen noch viel dunklere Wolken auf. Sie kommen aus Amerika.